Auf unserem Programm steht heute der Mont Saint-Michel, aber wir haben einfach keine Lust auf Geschiebe inmitten von Touristenströmen und haben uns deshalb für eine Wattwanderung entschieden und uns dem Führer François anvertraut, der uns mit vielen Details zu Natur und Historie des Mont Saint-Michel über 5 Stunden führen wird. C'est glissant. Oh, ja. Matschig. Das ist voll schön. Emily, langsam. Mama. Nicht direkt. Im Watt wächst eine tolle Zutat für den Salat. Total. Tja, also wir haben uns gewundert, warum die Führung 5,5 Stunden dauert, aber es ist wirklich anstrengend, auf diesem glitschigen Untergrund zu laufen, und hier sieht man jetzt, gehen wir also auch durchs tiefere Wasser, und hier kann man mal die Fußspuren sehen, die wir hinterlassen haben. Ja, wir sind jetzt hier also tatsächlich in einem kleinen Fluss, der hier also durchs Meer führt, sieht man auch schön, und hier kommt also tatsächlich Süßwasser und Salzwasser zusammen, ist also dann Brackwasser. Und der Guide hat gerade gesagt, dass das hier wirklich wie so eine Art Brutkasten ist, der den Jungfischen ermöglicht, hier sehr schnell aufzuwachsen, und haben hier eben optimale Bedingungen. Es ist ganz toll, wie abwechslungsreich diese Wanderung ist. Von verschiedenen Erklärungen, vor allen Dingen aber kleinen Spielchen, um das Watt zu begreifen. Das Krustentier, wovon wir vorher gesprochen haben. Da ist, nein, kein Muscheln, Krustentier. Hier, sehen Sie das hier? Ja. Also den ganz, ja. ganz klein. Ich würde euch anbieten, dass wir ein Treibsund-Erlebnis zusammen haben. Durch das Stampfen und Springen wird der untere Sand verdichtet, das Wasser steigt nach oben. Und man sieht schon, dass das schwer kalkulierbar ist. Es gibt ein paar Leute, die sinken überhaupt nicht ein. Dem Sand ist von außen über seine Verdichtung, über seine Konsistenz wenig anzumerken. Und das Mädchen im roten T-Shirt ist jetzt schon ziemlich weit eingesunken, springt auch nicht mehr. So, jetzt kommt das Kommando, dass alle zurückgehen sollen. Und jetzt mal bitte Fokus auf das Mädchen im roten Dress. Da geht nichts mehr. Sie bleibt stecken. So, François erklärt, wie man sich verhalten soll. Also er ist schon ganz schön tief. Und jetzt das Ganze noch mal langsam zur Selbsterfahrung. Marion und du? Amélie. Wir schauen alle Richtung Mont Saint-Michel. On regarde tous vers le Mont Saint-Michel auf einer Linie. Très bien. Comme ça, si tu veux bien. Un petit peu plus par là, voilà. Hop. Auf einer Linie. Jetzt, on va mettre les points des pieds vers le sol. Die Spitze nach unten. Und wir wackeln so die Beine. Et on fait des petits mouvements. Allez, c'est parti. Qui va descendre plus vite? Und jetzt bewegen uns nicht mehr. Das Wasser geht im Fluss runter, weg, und die Sandstücke gehen immer näher. Das heißt, diese Mischung von Wasser und Sand hier rumherum unser Bein wird fester. Wir dürfen nicht zu lange ohne Bewegung bleiben, sonst kommen wir nicht raus und die Knöchel frei haben. Deswegen können wir so machen. On peut faire comme ça, des petits mouvements comme ça. Pour faire levier sur nos chevilles, damit wir unsere Knöchel sich bewegen. Ja? Ich benutze meine Muskel gar nicht. Der Körper, meines Körper macht alles. Je n'utilise pas mes muscles. Mes muscles, c'est le poids de mon corps qui fait bouger mes chevilles.
Das ist ein Du, die Quad, ein Quad, und nachher versuchen wir, ein Knie auf dem Sand zu legen. Bloß nicht den Fuß. Il faut mettre le genou sur le sol et pas le pied. Si je mets le pied, je suis déséquilibré. Et en plus, le pied, il s'enfonce. Wenn ich den Fuß auf den Sand stelle, ist die Fläche klein und der Balance ist nicht gut. Deswegen ist es viel besser, mit dem Knien da zu gehen. Und dann bewegt sich das nicht mehr. Dann kann man kleine Bewegungen machen, um andere Beine ziehen. Kommt dann halt ab. Und wir gehen langsam auf den Knie und nicht auf den Füße. On avance lentement sur les genoux et ça sort tout seul, sans effort. Super. Sehr gut, danke. Also man würde anders wirklich nicht auskommen. Ja? Es ist wie Beton in die Beine. Wow, das hier ist das Kontrastprogramm. Der Priel hat ungefähr 1,20 Meter Tiefe und die Strömung ist schon beachtlich. Die Konturen werden jetzt immer deutlicher und aus den bisherigen Erfahrungen möchten wir einfach nochmal dafür plädieren, unbedingt eine geführte Wanderung hierhin zu unternehmen. Denn Tidenhub von mehr als 15 Metern, Treibsand als auch reißende Priels verbieten, dass man sich hierher alleine auf den Weg macht. Und da ist das französische Wunder. Die Abtei verschmilzt mit dem Granitblock, auf dem sie thront, und ist deshalb eigentlich von überall weithin sichtbar. Ja, jetzt sind wir schon ein ganzes Stückchen weg wieder. Und das sieht völlig anders aus als vorhin, finde ich. Also jetzt kommen wir an die Stelle, wo vorhin der Fluss so tief war, wo wir wirklich fast bis zur, auf jeden Fall bis zum Knien drin waren. Und da ist nichts mehr, oder fast nichts mehr. Wir haben jetzt hier nochmal ein Priel, trotz Ebbe, mit ziemlicher Strömung. Und das Wasser kommt von einem Damm, der bei Ebbe immer seine Tore öffnet. So, wir wollen jetzt angeln. Das heißt, wir wollen jetzt die Fische aufscheuchen, die hier im Wasser sind, indem wir hier alle in einer Linie geradeaus laufen. Mal schauen, ob da was passiert. Ah, da war einer! Die Skepsis ist groß, es wird ziemlich viel rumgefrotzelt. Mich hat gerade einer in den Fuß gebissen. Aber nicht so tief anscheinend. Der Verarschungsknauf hilft ein bisschen. Ah, jetzt? Jetzt geht's los. Wir haben viele interessante Leute kennengelernt. Ganz liebe Grüße nach St. Gallen in der Schweiz, Thorsten, dass wir dein Video verwenden durften. Die 5 Stunden sind wie im Flug vergangen. Unser Fazit: 5 Sterne fürs Wattwandern zum Mont Saint-Michel. So, wir wollten eigentlich ins Restaurant, aber die Restaurants, die uns empfohlen wurden, die haben montags leider geschlossen. Und das 3. oder 4., welches wir angerufen hatten,
Die sagten gleich beim ersten Satz, dass sie voll sind. Und da haben wir beschlossen, es gibt einfach was Leckeres, Selbstgekochtes. Und meine liebe Marion, die hat hier einen wunderschönen Salat gemacht. Und du kannst mal sagen, was da für eine besondere Ingredienz drin ist. Eigentlich Avocado, Zwiebeln, Tomate, das ist das Normale und Herkömmliche. Aber das, was hier so dunkelgrün leuchtet, das ist also was, was wir wirklich mitgebracht haben von unserer Wanderung. Ich glaube, jetzt kocht die Tomatensauce vom Hauptgang. Und das ist also ein total salziges, ich weiß gar nicht, sind es Gräser oder Algen? Auf jeden Fall haben die einen ganz hohen Salzgehalt, sodass man auf natürliche Art und Weise den Salat salzen konnte. Also, ja, Challenge. Und es schmeckt tatsächlich sehr gut. Ich habe nämlich schon gekostet. Und danach gibt es Nudeln mit Tomatensauce. Rot-Weiß geht immer. In unserem letzten Video, wo wir etwas über den Marco Polo erzählt haben, da hatten wir ja auch von der Dusche gesprochen und die habe ich jetzt hier. Und da wir uns jetzt gerade geduscht haben, würde ich das mal zeigen, wie das funktioniert. Also die schiebt man hier drauf und dann kann man hier an diesem Schalter sozusagen den Duschkopf anmachen. Und wenn man dann hier drückt, dann kommt hier tatsächlich Wasser und man kann hier ganz entspannt duschen. Wir fahren ja sehr gerne in die Abendstunden hinein, weil da die Straßen leer sind und man hatte einen schönen Tag. Und wenn man dann weiß, man findet irgendwo anders auch einen Platz, dann ist das eigentlich immer sehr entspannt. Und das haben wir jetzt tatsächlich gemacht und sind jetzt mit unserem Marco Polo nach San Marlo gefahren und haben hier wieder einen sehr schönen Platz gefunden, direkt am Meer. Auf der Straße stehen wir zwar, aber das ist eine Sackgasse, da wird es also nachts auch relativ ruhig sein. Und meine Liebste, die geht jetzt noch baden, weil die ist ja Wassermann und deswegen also auch immer sehr, sehr gerne im Wasser unterwegs. Wenn euch gefällt, was wir hier machen mit diesen Videos und auch so mit den Tutorials manchmal in den Filmen, dann wäre es total schön, wenn ihr uns abonnieren würdet, dann müsstet ihr hier klicken. Und wenn ihr noch die Playlist vielleicht euch anschauen wollt zu den anderen Videos, die würden wir dann hier hochladen und dann würden wir uns sicherlich bald wiedersehen. Wir haben ganz viele spannende Sachen noch auf Lager, die dann in den nächsten Wochen und Monaten hochgeladen werden. Und dann hoffen wir, dass ihr mit uns noch ganz viele Abenteuer gemeinsam erleben könnt. Bis dahin. Tschüss.